Metzli. Warte mal, ist das der Zwerg? So, hast du dich beruhigt, Aelin? Auf Wiedersehen. Okay. Wir bombardieren die Stadt. Und damit herzlich willkommen zurück zu Baldur's Gate nach einem langen Spooktober und, naja, der Special-Folge. Wir starten mal direkt rein in unser Playthrough. Ja, das letzte Mal haben wir ja das Haus der Hoffnung komplett durchgespielt, inklusive Raphael, den wir am Ende besiegt haben. Allerdings wollte ich mich hier nochmal umschauen, weil ich komme immer noch nicht ganz drüber hinweg, dass wir den Stab nicht gefunden haben. Der muss hier irgendwo sein. Beim Editing des Videos ist mir auch aufgefallen, dass der, also, der wird hier erwähnt, der muss hier irgendwo sein, nur dass er nicht im Archiv liegt. Das hat er, glaube ich, auch gesagt. Er ist irgendwo anders. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich eventuell irgendein Haus hier nicht gesehen habe. Ein Haus. Ein Raum. Oder ob ich irgendetwas übersehen habe. Und ich würde sagen, da wir jetzt auch keine Gegner mehr haben, gucken wir uns hier einfach mal um. Hier unten geht es übrigens auch ins Prison, sehe ich gerade. Hier ist der Prison Hallway. Das haben wir uns auch noch nicht angeguckt. Ops Prison. Naja, nicht mehr. Hier ist ein Knopf. Ja gut, hier kommen wir aber wirklich nur ins Prison hinein. Das bringt uns ja nicht viel. Und der Lever ist wahrscheinlich, um die Leiter runterzulassen, die jetzt schon runtergelassen ist, weil wir ja hier reingekommen sind. Ich meine, das, was wir ja auch noch gesehen hatten, waren hier irgendwie so komische Kristalle. Hier oben dieses Ding. Infernal Control Gem. Da muss doch bestimmt irgendwas hinter sein. Sieht auch auf der Karte so aus. Kaner. Wir rollen einfach mal drauf. Das sieht doch ganz gut aus. Ha. Das haben wir letztes Mal aus irgendeinem Grund nicht getan. Und das 666 Gold natürlich. Ist aber kein Stab. Was tut es? Helldusk Helmet. You can see in magical and ordinary darkness up to a range of 12 meters. You cannot be blinded. Magical durability. The wielder has a +2 to saving throws against spells. Attackers can't land critical hits on the wearer. Ich weiß nicht, für wen das etwas ist. Es ist auch... Sirion hat übrigens auch noch ein Level-Up, das wir durchführen können. Ich schick's mal an Shadowheart, aber ich glaube, die hat wahrscheinlich einen besseren Helm, ne? Ja. Den behältst du auf jeden Fall. Gale, was ist mit dir? Du könntest eventuell den anderen haben, weil du sinkst nicht so schnell auf 50% Hitpoints. Und eine Additional Bonus Action weiß ich auch nicht, ob das was bei dir bringt. Weil Bonus Action hast du, glaube ich, nicht so wirklich, was du da machen könntest. Das heißt, du kriegst dann wahrscheinlich den Helm, den wir jetzt hier gerade gefunden haben. Und Gale? Du kannst den ja anziehen, ne? Sieht in Ordnung aus. Anzeigen lassen wollen wir den auch gar nicht. Was haben wir denn hier? Contract Mole. Was ist das? Contract Mole. Das ist ein Contract, aber also... Was ist es? Wo ist es jetzt hin? Ist es das? Nee. Verdammter Mist. Jetzt ist es irgendwo in den Weiten meines Inventars verschwunden. Sortieren wir es erstmal nach Type. Und dann muss es doch hier bestimmt irgendwo sein. Ist es kein Quest-Item? Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass es kein... Also das, ja, es muss auch ein Quest-Item sein, oder? Es ist ja hier auch nach dem Alphabet sortiert. Blacksmith, Bloodstained, Bloodstained, Confession, Crumpled Note. Nee, hier ist es gar nicht bei. Where did it come from and where did it go? Where did it come from? Contract Mole. Da ist es, ne? Können wir das benutzen? Passiert nichts. A plain, unadorned note. Das muss doch wichtig sein. Nehm's einfach mal mit. Und da ist der Stab! Einer. Was kann dieser Stab? Der muss doch bestimmt auch richtig gut sein. Staff of Spell Power. A
Arcane Enchantment. You gain plus one bonus to spell save DC and spell attack rolls. Arcane Battery. Alleviate the arcane burden of spell casting with the power of the staff. The next spell you cast doesn't cost a spell slot. Ja, den kriegt Gale auf jeden Fall. Den kriegt Gale auf jeden Fall. Salutations. Was hat er überhaupt für einen angelegt? Blight nutzen wir wahrscheinlich nicht so häufig. Ich meine, da kriegt man auch plus ein Bonus. Das ist schon mal gleich. Das Arcane Vampirism. When the creature affected by your spells fails an associated saving throw, you regain 1-4 hit points. Das Weapon Enchantment ist plus 2. Was ist denn hiermit? Ist auch plus 2, okay. Aber hier kriegen wir halt noch Blight dazu. Und hier kriegen wir halt diese Arcane Battery. Das könnte ziemlich OP sein, wenn wir den nutzen, um einen Level 6er Spellslot zu aktivieren. Und ich glaube, das ist es sogar wert gegenüber dem Vampirism und Blight, weil Gale sollte eigentlich sowieso keinen Schaden bekommen. Dann equippen wir doch einfach mal den hier. Dann können wir den nämlich dafür verwenden, um ja, einen Level 6er Spellslot einfach kostenlos casten zu können, was mega OP ist. Gut, dann Level Up ist Tyrion. Der letzte, der noch kein Level Up hatte auf Level 12. Was das Maximum Level hier ja auch ist. Und wir können uns einen Feed aussuchen und das war's auch. Und ich glaube, dieser Feed wird wahrscheinlich... Wir könnten Lucky nehmen bei Tyrion. Weil er auch am meisten Schaden macht und dann einfach Advantage of Attack Roll zu haben, könnte sehr OP sein. Ich glaube, das nehmen wir. Gut. Dann hat sich das doch auch geklärt hier. Ich glaube, ansonsten scheint es hier nichts zu geben. Wir haben zumindest die ganze Karte ansonsten erkundet. Und ich hoffe, Hope ist jetzt nicht pissed, dass wir ihr den Stab geklaut haben. Aber streng genommen war es ja auch eigentlich der Stab von Raphael, den wir jetzt einfach als unser Loot beansprucht haben. Würde ich einfach mal behaupten. Außerdem sollte Hope sich glücklich schätzen, dass wir sie befreit haben. Gut, dann auf durchs Portal. Und wo gehen wir als nächstes hin? Ich weiß es nicht. Ja, ich möchte zurück zum Devil's Vieh. Mal sehen, was... Ja, und ein paar andere sehr, sehr sinnvolle Items. I have already told you that the Githyanki Prince only wants to see you dead. But it seems you still do not trust me. Das hat nichts damit zu tun. I do trust you. I just like it to have us to have insurance. Ja, ja, nehmen wir das. Das ist die beste von den Antworten. My definition of trust. You are falling into the same trap as the chosen. Their distrust of one another is their undoing. We must not make the same mistake. We must work together. I promise I won't use the hammer. I wish I could trust you. But that you felt you needed to have it at all tells me that you are not worthy of that trust. Nonetheless, our fates are bound. And in the absence of a happier union, I will accept a useful one. You may think yourself ingenious for having slain a devil, but you have merely ironed out a wrinkle. The Elder Brain will not be such an easy foe. It is time we resume our journey to find it. Raphael und Easy? There better be a soft bedroll in my near future. Ja, wir können auch eine Long Rest machen. I mean, wir haben ja sonst gerade nichts zu tun. Ich weiß nicht, wie es mit unseren Spellslots aussieht. Ich glaube, die sind uns auch dankbar. Irgendwie hat Gale kaum Spellslots verschwendet. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich meine, ja, wir haben auch keine Short Rest mehr. Ja, komm, machen wir mal eine Long Rest. Dann healen wir uns einmal voll, vor allen Dingen Shadowheart. Und ja, hat irgendwer was im Camp zu sagen? Irgendwo, irgendwer, irgendwas. Ich sehe nichts. Ich sehe keine Ausrufezeichen auf der Karte. Doch da. Breathe deep. Arlach.
Karlach, was hast du denn zu sagen? So, Gortash's parents sold him to a warlock. Why does that sound so familiar? No. I've got no interest in empathizing with the fuck. But maybe what he did to me was some kind of mirror of what happened to him. When you get Macht's fucked nicht up, besser. You fuck up right back. Ja, ich weiß es nicht. Aber nehmen wir einfach mal so hin. Ja, gut. End the day. We have enough camp supplies. Okay, ja, yeah, klar. Natürlich. Warum bin ich nackt? Warum bin ich komplett nackt? Will irgendwer reden? Hat das was damit zu tun? Shadowheart? Shadowheart ist auch komplett nackt. Warum? Shadowheart, hast du irgendwas geplant? That's the last of Raphael. I'll be glad to no longer have to suffer his smug face. I think that special tadpole of the Emperor offered will increase our chances of success. More likely it would just put a stop to us. I wanted nothing to do with those illithid powers before. What makes you think I'd want to jump into an even deeper hole? Do you know what this entails? Well, of course you do. But I don't want that for myself. Very well, if you mind a set, I won't try to change it. Okay, nach irgendeinem Update haben sie jetzt anscheinend eingefügt, dass man nackt ist. Oder so. I don't know. Go to bed. Wir schlafen jetzt auch nackt. Ist das nicht etwas kalt? Nicht zumindest irgendwie mit einer Decke drüber oder sowas? Ich weiß ja nicht. So. Wir wollen wie immer talk, find familiar imp, der ist noch da. Aber speak with animals brauchen wir wieder. Hallo Scratch. Scratch, bleib hier. Hope you're keeping well, friend. Mir geht's gut, aber du musst deine täglichen Pets bekommen. Bravo, gut. Ganz fein. Hat die Katze eigentlich irgendwas Neues zu sagen? Mit der habe ich schon lange nicht mehr gesprochen. Kätzchen, willst du immer noch nicht angefasst werden? Please, don't look at me. Ja, sie will nicht mal angeguckt werden. Aber in Ordnung. Was ist mit Jenna? Wie geht's dir so? Sure, let's see what you've got. Ich weiß nur immer noch nicht, warum ich die kaufen muss. Spicy Shrimp Soup. Ein paar Camp Supplies. Warum nicht? Das alles einmal bitte kaufen. Ins Offer. Warte. Fertig. Bisschen Taschengeld für dich. Vielen Dank. Und Leave Camp. So, wir müssen, nachdem wir jetzt hier waren... Ich wollte irgendwie hier rein. Was war hier drin nochmal? Wer war hier drin nochmal in diesem Schloss? Ich weiß nicht, was da war, aber ich weiß auch nicht, wo wir jetzt langlaufen. Wir schauen einfach mal. Ach, hier war Cazadors Schloss. Das war das. Ja, ja, klar, das hatten wir schon. Jetzt ist es mir wieder eingefallen. Okay, ja, Cazador hatten wir besiegt. Wir haben Raphael besiegt. Ja, jetzt müssen wir uns irgendeiner anderen Quest zuwenden, ne? Ich weiß nur nicht, wo genau. Hier oben ist noch Murder Targets. Und hier ist auch ein Murder Target. Haben wir mit denen schon allen gesprochen? Die sind halt noch markiert. Help Kithrak Voss. Show the Offact Hammer to him. No. Ich weiß nicht, ob wir hier bei Korra schon waren. Die ist hier ganz rechts. Jetzt gehen wir vielleicht mal... Ist das in die Richtung? Ne, in die Richtung... Das sind die Richtungen, die wir sowieso gerade laufen, wo ich hin wollte. Ein Night Song. Ach ja, genau, wir wollten ja auch zum Sorcerer da. Ja, komm, wir teleportieren uns einfach mal hier so hin. Und machen dann diesem komischen Typen da ein Ende. Dafür müssen wir Richtung Norden, was hier hoch ist. Aber hier oben ist auch das Mörder-Target direkt. Anscheinend. Metzli. Warte mal, ist das der Zwerg? We were just about to try some of Master Metzli's delightful wines. Would you care to join us? They do look ever so tasty. Das ist doch der Zwerg in dem roten Outfit. Mrs. Highbury, I prefer to conduct tastings individually, so I may assess your palate. Hi. Cora, Master Metzli, and I'm afraid I must insist
on their joining us. Wine's no good without company, after all. Medicine failed. Cora Highbury, your life is in danger. A serial killer is after you. No. I must say, if this is a practical... Und der steht direkt neben dir. Not very amusing. Why, a serial killer? Oh, that's terrible. Master Metzli, are you quite all right? Das ist der rote Zwerg. It was perfect. Perfect, perfect, perfect. You have sullied it with knowledge, made it an unclean sacrifice. I will remember your face. Du wirst sterben. And I will peel it from your skull, should you interfere again. Darf ich dich bitte töten? Jesus Christ! Okay, sie ist einfach instant gestorben. Was geht hier denn ab? Psionic Backlash. Meine Güte, können wir hier ihn beißen? Ja, können wir. Das war schon mal ein bisschen Schaden. Und dann vielleicht noch so eine Attacke. Und der ist schon mal weg. Ich hoffe, die greifen jetzt nicht die random Leute an. Die haben ja nichts getan. Aber das sieht nicht danach aus bis jetzt. Wie sieht's mit einer Stage Fright aus? Ich glaube, das ist doch erstmal ganz schön hier. Das trifft nämlich nur die Gegner. Und dann können wir einen Eldritch Blast auf ihn und auf ihn machen, wenn der eine aus dem Weg geschossen ist. Was gerade nicht geht, also machen wir einfach zwei auf ihn. Und dann zieh dich auch zurück. Ich würde am liebsten jetzt einen Moonbeam einfach hier so hin machen, weil die dann da durch müssten. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass nach dem Kampf andere Leute da reinrennen, weil sie dumm genug sind. Also gehen wir einfach mal hier vor ihn. Ja, sie ist tot. Was willst du machen? Rang 4. Uff. Das Problem ist, der eigentliche Typ hat sich wegteleportiert, der Penner. So, der ist auch weg. Und dann können wir noch eine Offhand-Attack auf, keine Ahnung, ihn da schießen. Warum hat das so eine geringe Chance? Out of range? Okay. Geht doch direkt hier vorne. Nein, wir brauchen keinen Luck. Need the 14 to hit, they rolled a 10. Vielleicht brauchen wir doch Luck. Da fehlt trotzdem. Aha, du hast dir selber Schaden zugefügt. Und du hast Gale befreit. Ja, 1, 2, 3. Wir brauchen keinen Luck. Aber jetzt sehen wir auch... Ah, stand das schon immer hier, wie viel man gerollt hat? Ich glaube nicht, oder? Oder habe ich da noch nicht drauf geachtet? Aber das ist gut zu wissen. Ein Mindblast trifft auch Umstehende, aber nicht, wenn ich so platziere, dass da niemand steht. Damit ist nämlich schon mal der weg und jetzt lebt nur noch der Typ, auf den wir einfach einmal draufhauen können. Hau drauf. Was ist dein Problem? Hau drauf. Ja, doch hart. Geht's dir gut? Kannst du draufhauen? Danke. Ja, das fragen wir uns alle. Was hatten die denn so dabei? Wahrscheinlich gar... Doch, die hatten einen Schlüssel. Tombstone Shopkey. Und was steht hier so? Interim Report. The Scarred Dwarf is a promising candidate for Unholy... Sei mal ruhig da drüben. Bitte, hör hier auf zu reden. Meine Güte. Interim Report. The Scarred Dwarf is promising a candidate for Unholy Assassin. Though he is personally crude, his methods of homicide are artistic and even innovative.
He has set up a deadly wine festival to eliminate his next target, and I, for one, will be observing it closely. Shall I call? Das sollten wir wahrscheinlich mitnehmen. Die Doppelgänger haben anscheinend nicht alle was dabei. Nee. Müssen wir jetzt zu einem anderen Mörder-Target? Keine Ahnung. Ich gehe auf jeden Fall erstmal hier runter zum Tower. Hör Flynn leiser. Ich weiß, deine Frau ist gerade erst gestorben, aber du hast diesen Satz jetzt schon 7-mal wiederholt oder so. Wahrscheinlich noch öfter. So. Dann gehen wir doch jetzt einfach mal hier rein und schauen mal, was hier so abgeht. Ich habe nur das Gefühl, dass diese Elementare uns auch angreifen werden. Irgendwie habe ich das so im Gefühl. Welches Portal hat nochmal da hochgeführt? The Night Song is an ancient potion that allows its drinker to become irresistibly attractive to man and god alike. The Night Song is a druidic star. Nein, also einer von den anderen beiden hier. Over an army of ancient beasts. The Night Song is a priceless ruby. Nein, also das hier. Hallo, da sind wir wieder. Guten Morgen. What have we here? A magician in a tower, hiding away from the frightening world. What are you so scared of, Magus? Not the Night Song, surely? Why, she's nothing but a relic to be purchased and pursued. By my honor, it's you. My dear, I thought you were... You will address me with due deference. I am Dame Aelin, and you are a whelp without honor, without pride, with nothing but a tower full of trinkets. Oh, my apologies, Dame Aelin. I meant no disrespect. I asked our mutual friend here to make an introduction that I might get to meet the famed daughter of Saluna. Forgive me for that impudence. Perhaps our friend can bridge the gap and do what I believe they came here to do? I came to stop you, Lorican. Das kann ich gerne tun, ja? My steel-hearted friend speaks true. Give me one good reason, Magus, why I should not strike you down where you stand. Dame Aelin, I have discovered a device that would allow your immortality to be shared. It would cause you no harm, no pain of any kind. You serve your mother, Saluna, I believe. She who has blessed our realm with so many gifts. Honor her by sharing yours. Ich glaube, das kennen wir. Threaten me with the same magic that held me in torment for 100 years. You do not seek to share my gifts. You seek to poach them. I had hoped to appeal to your better nature. Perhaps I overestimated you. No bother. I have an arsenal of implements capable of convincing you to see reason. Are you stupid? I have more magic in my little finger than you do in this entire tower. You cannot stop us both. A pity you didn't prove a more reliable ally. You could have reaped the rewards of my good favor. Und du wärst vielleicht mit dem Leben davon gekommen, wenn du nicht so ein Arsch wärst. But it seems you're determined to make this as difficult as possible. I have great plans for you, Dame Aelin. And if you will not go quietly, then you'll go kicking and screaming. Du überschätzt dich ein wenig. Magicians and their plans for Dame Aelin. Predictable. Sadistic, flaccid. Myrmidons, Imperatum! Aye.
sind nicht die ersten Elementare. Mysterion needs 11 to save the world to one critical failure. Ja komm, machen wir noch ein bisschen Luck. Absorb Elements. Kaboom. Mysterion ist auch direkt dran. Das hier ist eine Bonus-Action, ne? Class-Action, Bonus-Action, ja. Das heißt, wo steht er denn rum? Er steht gerade hier rum. Wir machen hier einfach mal so einen Dolchfächer hin. Was passiert denn jetzt? Wieso kann er casten? Elemental Retort, was ist das? Level 5, ja. Was macht das? Macht sehr viel Schaden, kann das sein? Poisonous Backlash. Und, Reroll. Geht's dir gut, Asterion? Okay. Dann mach mal noch eine Offhand Attack auf ihn. Wir sollten ihn wahrscheinlich fokussen. Nee, wir machen nicht eine Offhand Attack. Wir machen Misty Escape. Und gucken mal, dass wir jetzt irgendwie auf eine erhöhte Position kommen. Wenn wir da nicht einfach hochfliegen? Wollte gerade sagen. Boah. Hui. Hier oben stehen wir erstmal gut. Endturn. Ja, die machen aber auch viel AOE, ne? Vielleicht hätte ich vorher einmal speichern sollen. Ja, wir casten hier mal so ein... Aelin, du kommst da ja raus, wenn ich das so auf dich caste, oder? Wird bestimmt schon gut gehen. Wow! Was ist denn mit ihm? Meine Güte. Und dann machen wir noch einen Misty Step und bringen uns auch irgendwie hier hoch. Oder vielleicht können wir hier auf die andere Seite? Kommen wir so weit? Not enough space? Ja, hier muss doch irgendwo Space sein. Da. Unreach Destination. Wir können nicht mehr laufen. Naja, dann bleib halt da. Oh, der Mist, die Dings ist weg. Das ist nicht gut. Lightning Bolt, 3 Targets. Noch Psionic Dominance. Lass das. Hey, der kommt zu Syrian hoch. Aber Syrian geht's noch gut. Ja, jetzt könnten wir den Moonbeam machen auf ihn da eventuell. Oder auf ihn, ich weiß nicht. Ich finde, wir sollten Lorakan zuerst rausnehmen. Der Moonbeam ist aber eine Action, ne? Ja, naja, egal, machen wir trotzdem mal. Einfach auch, um ihn da so ein bisschen festzusetzen. Hui. Wobei, wenn wir da eh laufen müssen, dann springen wir erstmal übers Eis. Dann könnten wir eventuell auch ein Guiding Bolt machen. Ja, machen wir lieber das. Alter, es reicht doch auch langsam. Was ist denn los? Wie häufig kann der das denn machen? Gale. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was wir mit dir genau machen können. Race of Fire vielleicht? Das ist ein Cantrip? Erstmal kommst du da weg. Dann geh doch vielleicht einmal hier rüber und dann machen wir die Race of Fire auf ihn da. Das wird uns wahrscheinlich umbringen wegen seinem Scheiß, aber wir müssen ihn ja irgendwie auch downbursten. Oder wir machen erstmal so eine Globe of Invulnerability. Das wäre vielleicht was. Und dafür nehmen wir die Arcane Battery auch. Ja, mehr können wir eigentlich gerade auch gar nicht machen. Sehr schön da reingelaufen. Jetzt kommen sie alle hier rein, aber dann weiß ich nicht, was. Jetzt bekämpfen sich da unbesiegbare Gegner oder was. Können wir hier rüberfliegen? Ja, da kriegen wir zwar eine Attack of Opportunity ab, aber dann sind wir immerhin weg von ihm. Und was noch viel wichtiger ist, wir können da unten ihn angreifen. Piu. Und damit ist er nämlich auch tot.
Allerdings sind die anderen leider noch, ja, noch nicht tot. Ja, die gehen jetzt alle da rein, ist das Problem. Ich weiß halt nur nicht echt, was deren Plan ist, weil jetzt bekämpfen sich da unten echt untote unbesiegbare Wesen. Dann fokussen wir jetzt erstmal weiter ihn da. Damit lebt er tatsächlich noch. Und jetzt könnten wir aber ein Black Hole machen müssen können, oder? Das hier Black Hole. Damit können wir nämlich alle Feinde einfach hier hinziehen und hoffentlich aus dieser Bubble daraus. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Sie sind irgendwie gegeneinander geknallt. Okay, das müssen wir wahrscheinlich gleich recasten, aber wir lassen die erstmal ihr Zeug machen. Oh, never mind. Gehst wieder raus, ehrlich? Weiß nicht, was da dein Plan war, aber okay. Nehmen wir einfach mal so hin. Dann könnten wir die Spirit Guardians heraufbeschwören. Mit, ja, warum nicht Radiant Damage? Und das können wir ruhig auf Rang 5. Ein bisschen stärker. Was genau ist da jetzt passiert? Ich weiß nicht, was dein Plan ist. Aber egal, wir können jetzt auf jeden Fall ein bisschen AOE machen, würde ich sagen. Da wir ja noch in dieser Vulnerability-Dings hier stehen. Oder wir machen Disintegrate. Das ging irgendwen eine höhere Chance gegen ihn da. 72, 70, 72 gegen ihn hat es die höchste, aber er ist invulnerable. Er tatsächlich auch. Er auch. Also die stehen noch irgendwie da drin anscheinend. Der nicht. Ja, dann ist er unser einziges Ziel. Ne, er auch nicht, aber er hat nur eine 65%ige Chance. Also, wenn wir das... Müssen wir dafür wirklich da raus? Das passt mir nicht so ganz. Und hier liegt auch überall was von dieser Soße rum. Kacke alles. Alles kacke gerade. Oder haben wir Shockwave? Ihr seid zwar invulnerable, aber ihr seid nicht dagegen immun, oder? Nein. So, und jetzt kann immerhin Aelin euch angreifen. Hau richtig drauf. Tyrion, hilf vielleicht Dixis auf. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn du das tun würdest. Und dann mach noch eine Offhand-Attack auf ihn da vielleicht. Wobei 30%. Naja, mach's auf ihn da. Sehr schön getroffen. Dixis. Recast Black Hole. Zieh sie alle hier rüber. Und ich glaube, mehr kannst du nicht machen, ne? Könntest höchstens hier aus dem Weg gehen. Dann können die dich nicht angreifen. Dann kann Shadowheart dich zwar auch nicht healen, aber das macht nichts. Wenn sie dich nicht angreifen können. Holy shit, vielleicht können sie es doch. Aber haben zum Glück verfehlt. Hier kommt einer hoch, das ist aber nicht nett. Und er geht da wieder rein. Naja, aber wir haben eine Insektenplage von Shadowheart. Können wir einfach auf Rang 6 casten. Was macht das auf höherem gerade? Bisschen mehr Damage hier, komm. Einfach hier sehen. Wir machen jetzt einfach richtig viel. Du kannst ihn nicht heilen, oder? Ne, er ist out of sight. Ja, dann heal dich vielleicht mal selber. Um 8. Naja. Aelin, geh doch da nicht rein, du Vollidiot. Ja, du wirst wieder auferstehen. Das ist gut. Tyrion, schieß einfach mal ihn da ab. Dann ist er schon mal weg und wir ziehen uns weiter zurück. Wir können ruhig hier erstmal hochkommen. Wir können nochmal Black Hole recasten, dann machen wir das doch einfach mal. Hier hinlaufen und dann schick sie einfach wieder in den Dings rein.
Können wir jetzt noch irgendwie hier zurück hinfliegen? Not enough movement. Naja, egal. Geht wieder da rein. Und da ist unsere Sphäre weg. Der hat noch 48 HP, der hat richtig viel. Wir machen einen weiteren Guiding Bolt, Rang 4, auf ihn da. Oder auf ihn? Ne, auf ihn. Einfach Damage und dann, Shadow Heart, stell dich einfach mal. Du kannst dich nicht neben ihn stellen. Aber du kannst Dixis jetzt heilen. Rang 2. Jetzt ist out of sight. Willst du mich eigentlich verarschen? Er steht doch direkt da an der Kante. Können wir die eigentlich runterschmeißen? Nur mal so aus Interessenshalber. Aber ja, die fliegen runter. Das wäre vielleicht auch von Vorteil, wenn die erstmal unten landen. Ich weiß nur nicht, wer dann noch alles zum Kampf getriggert wird auf der anderen Seite. Schmeiß ihn einfach mal runter. Immune to prone, ja, aber... Jetzt ist er halt da unten. Jetzt ist er erstmal aus dem Weg. Ihn können wir doch bestimmt von hier angreifen, oder? Ja, das sieht gut aus. Dann kill ihn. Das war ein Doppelt-Crit. Nice. Können wir ihn da unten angreifen? Können wir. Ja, dann, Tyrion, wirst du ihn jetzt übernehmen. Kommt einfach wieder hochgeflogen. Sorry, Gale. Ich wusste nicht, dass er so einfach wieder hoch kann, aber das macht nichts. Miss, natürlich. Wer ist dran? Ist Tyrion. Okay. Wir können hier wahrscheinlich nicht weg, aber wir können wahrscheinlich Sonnenangriff machen, ne? Hau einfach drauf. Das macht ihm ordentlich Schaden. Und dann mach noch eine Offhand-Attack und... Hättest du ihn finishen können, ist Tyrion. Aber macht nichts, wir haben ja noch Dixis. Mit einem Eldritch Blast. Bup, bup, bup. Wir brauchen keinen Luck. Willst du mich verarschen? Aelin? Willst du mich verarschen? Du stehst in meinem AOE, was soll ich machen? Aelin, I'm sorry, aber... Das ist jetzt schon ein bisschen Verarsche. Aber was sein muss, muss sein. Shadowheart, mach mal deinen Dings da weg. Ich habe mich nicht gegen sie feindlich verhalten. Will ich nur mal sagen. So, hast du dich beruhigt, Aelin? Auf Wiedersehen? Ach, keine Ahnung, was hier wieder vor sich geht. Looten wir halt. Ich habe das Gefühl, wir haben eine Cutscene übersprungen. Aber naja. Despair auf irgendwas. Shelter auf... Was geht da unten ab? Wir nehmen es einfach erstmal mit. Haben die hier sonst noch irgendwas? Nix. Okay. Ist im Display Case irgendwas? Ja, warum nicht? Ein Elixier. Hat der irgendwas auf seinem Thron oder hier in der Ecke? Sieht nicht danach aus. Der hat nur Mist. Hier ist noch ein Display Case. Mit einer Scroll auf Wall of Ice. Danke dafür. Auf Wiedersehen. Aelin, wo bist du jetzt hin? Du bist anscheinend nicht hier. Warum sind noch Projected Images von ihm da? Hallo? Dein Meister ist gestorben. Welcome back, dear patron. Remember that the great wizard doesn't suffer fools who waste his time. Müssten die nicht kaputt gehen? Ich weiß nicht, wie Mirror Image funktioniert, aber okay. I guess wir tun jetzt einfach mal so, als wäre die Quest hier erledigt, was sie hoffentlich auch ist. Wir haben ihn ja besiegt. Wir könnten ihn noch zu einem Untoten machen, das wäre was. Wenn wir schon mal hier sind. Und dann will ich auf jeden Fall mal, also wir müssen sowieso eine Long Rest machen, weil wir mit Shadowheart zumindest alle Spellslots ausgegeben haben. Was geht hier unten ab? Da ist Aelin. Warte mal.
möchte ihn da erstmal zum Untot machen und dann spreche ich nochmal mit Aelin. Ich kann da ja runterfliegen. Ist ja kein Problem. Und dann benutzen wir Flight, um hier runterzukommen. Hi, Aelin. Hier unten geht auch noch die Party ab. Holy shit. This individual doesn't think very highly of you, but few can resist a well-timed gift. Would you accept the token of good my faith? Be of interest. Let's make it a good one. I'm sorry, Aelin. Du kriegst auch, keine Ahnung, was habe ich gerade von ihm eingesammelt? Du kriegst seinen Stab. Moonlight Glaive? Ne, die nicht. Warte mal, das ist doch gar nicht Dixis Inventar. Dixis Inventar ist hier. Delta of Antakla, hier, möchtest du das? The trader will be pleased with this offer. Was kann das überhaupt, bevor wir es erstmal abgeben? Das macht eigentlich nicht viel, ne? Nee. Und dann den Stab hatte ich doch auch irgendwo. Wo ist der denn hingeraten? Ist der hier? Ja, bitteschön. Ich hoffe sehr für dich, dass wir die nicht mehr brauchen. Ja. Ist immer noch angepisst. Ja, ganz ehrlich, du standest in meinem Ding und da bist du selber reingelaufen. Ich bitte dich. Kann ich dir einfach Geld geben? Keine Ahnung, ich muss sie anscheinend wirklich bezahlen dafür. Ich meine aber, reicht das jetzt nicht? Redest du jetzt mit mir? Danke. Yet as I stare upon his corpse, I feel sadness. Why? What kind of sadness? A gripping in the chest. As though I'd lost someone. Something. Paladin's fatigue, no doubt. You were excellent in battle. As is your way. And I am proud to fight at your side. Ja, wirkte gerade nicht so. I will catch my breath, then to camp I will bring my bones. Moon Maiden be with you. Danke dafür. So, hier unten haben wir halt die richtigen Schätze von dem Typen. Gucken wir uns mal hier um. Weave Button. Ja, den rüsten wir mal ganz am Ende. Ich hoffe, es war es wert, dir jetzt die ganzen Sachen dazu geben. Ist die Trap disarmed? Oder aktiviert? Es hat sie anscheinend aktiviert. Verdammte Scheiße. Tyrion, komm hier runter. Die haben aber nicht so viel Leben. Das sind halt nur ein paar Cannons. Medium Toughness? Ach du Scheiße. Ja. Eventuell haben wir ein Problem. Wie kriegen wir die kaputt, verdammte Scheiße? Und so einen Feuerball da hinschießen. Can't reach destination, ja. Sind hier noch irgendwo welche? Ich meine, hier sind ja... Ah, da. Kannst du da den hinschießen? Death is interrupted. Das ist kacke und du kannst dich auch nicht teleportieren, ne? Wir können höchstens ein Elemental heraufbeschwören. Vielleicht, was hilft gegen die Feuer? Earth? Earth ist, glaube ich, ganz gut, oder? Was haben wir sonst noch so? Und was kann der? Mock to Metal. Das klingt eher so, als würde der was machen können. Ich schwöre den einfach mal hier so runter. Aelin, ich hoffe, du kannst mehr machen. Ich glaube nicht, dass sowas hier hilft, oder? Nee. Earth Elemental kann... Burrow. Let the ground swallow you up. Only... Okay, nee. Sludgy Sling. Können wir nicht einfach draufhauen? Wie zur Hölle kriegen wir die Dinger kaputt? Die sind mega gepanzert. Wir wollen ja hier runter, ne? Dann fliegen wir da doch einfach mal eben hin. Nicht da drauf.
Wollte schon hier runterfliegen eigentlich, aber naja. Dann halt Misty Step. So viel dazu, I guess? Hier ist irgendein unsichtbares Kraftfeld. Vielleicht müssen wir die Kanonen erstmal besiegen. Sacred Flame bringt wahrscheinlich auch nichts, oder? Würde mich jedenfalls wundern. Nope. Tja, ne? Kannst du einfach draufhauen? Das geht auch nicht da durch. Harden your slippery body into a substance like steel, increasing your armor class by 2, but reducing your movement speed by 6. Völlig in Ordnung. Acid Splash vielleicht? Ich meine, das müsste ja durch Rüstung eigentlich durchgehen. Aber irgendwie... Haben wir denn irgendetwas, was da drauf... Ja, das Black Hole, ich glaube nicht, dass man die bewegen kann. Daytride? Ich glaube, die sind immun, oder? Anscheinend nicht. Wenn ich könnte einen Feuerball probieren. Ich weiß halt nicht, was sonst. Es explodiert alles, aber das Ding. Ja. Können wir das mit Telekinese erwischen? Frage cannot be moved by force. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Es ist kaputt gegangen. Ich weiß nicht wodurch, aber es ist kaputt gegangen. Sie haben mich totgeschossen. Na super. Was haben wir denn noch so? Mein Elemental ist auch kaputt. Klasse. Wir könnten gucken, ob wir noch ein Elemental darauf beschwören können. Eins des fünften Grades. Ich weiß nur nicht, ob uns das irgendwie weiterhilft. Can't reach destination. Ja, musst du ja auch nicht. Du kannst es doch einfach hierhin beschwören. Warum solltest du das nicht... Ja, egal. Weißt du was? Dann beschwör es halt hierhin. Ich glaube, das Ding kann kein Elemental Warp. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme, aber ich glaube, das kann es nicht. Kannst du... Doch, du kannst Elemental Warp. Can't reach destination. Warum solltest du da unten nicht reachen können? Ich verstehe es hier ja nicht. Aber weißt du was? Teleportiere dich einfach hier rüber. Und dann teleportieren wir uns gleich da runter oder sowas. Wir machen weiter hier das, einfach um zu gucken, ob es jemals treffen kann, wenn man hoch genug würfelt. Und du hau jetzt einfach mal drauf. Das sieht irgendwie so aus, als müsste der eigentlich da durchkommen können. Seismic Strike können wir gleich auch mal probieren. Aber du triffst auch mein Ding damit, ist dir das bewusst? Aua. Warum greift ihr eigentlich nicht die andere Olle da an? Multi-Attack, probier das einfach mal. Hey, wir haben Schaden gemacht. Das ist gut. Aua. Dass wir aber sterben, ist nicht so gut. Egal, mach weiter Multi-Attacks drauf. Kill ihn. Nice. Und jetzt warp dich zum nächsten. Überlebe es, das wäre schön. Grit, nice, es ist tot. Dann warp dich zum letzten. Hat nicht getroffen, das ist gut. Warum konnte es zweimal schießen? Wenn wir irgendwie disengagen. You want to flee combat, yes. Also, mehr oder weniger. Ich wollte nicht unbedingt ins Camp. Aber das hilft vielleicht auch, wenn wir jetzt einfach Arcane Recovery machen können. Für einen Level 5er Spellslot. Und wir dann einfach wieder das Camp leaven können. Können wir von mir aus auch in den Kampf wieder rein. Wir beschwören jetzt ein Elementar der Erde herauf. Am liebsten wäre mir, wenn du das da unten machen könntest. Genau da. Das ist Erde, ne? Ja.
Und der geht jetzt einfach hier hin. Haut gleich da drauf. Ja, Shadowheart kann sowieso nichts machen. Der Elementar bekommt Schaden. Warum kann die zweimal schießen? Warum ist mein Elementar nicht dran? Hallo? Meine Güte. So unfair. Jetzt wollen sie sich nur noch einmal treffen. Na, geht doch. So, wo sind hier diese fliegenden Dinger? Dann können wir erstmal Styrian aufheben und Dixus wiederbeleben. Was ein Chaos, ey. Keine Sorge, Styrian, wir kommen. Und keiner drückt hier wieder irgendwelche Knöpfe. Ich weiß, es war meine eigene Schuld. Aber trotzdem. So, haben wir hier irgendwo oder haben wir es noch nicht vorbereitet? Doch, hier Revival Fee. Aelin, du hättest auch mal ein bisschen mehr mithelfen können. Okay. Ich speichere hier erstmal. Weil wir das letzte Dings bei der Campsite hatten. Aber ja. Hätte ich den ganzen Kampf sonst nochmal machen müssen. So, und ich glaube, jetzt machen wir einfach nochmal kurz einen Long Rest, weil... Ja, aus ersichtlichen Gründen. Mein Bett ist irgendwie sehr blutig. Aus irgendwelchen Gründen, ich weiß nicht. Vielleicht sollte ich mir das mal angucken. Aber gut, ich war auch gerade etwas tot. Und dann... Müssen wir mal gucken, was hier so abgeht. Wir haben hier ein Buch. The Folly of Carsus. Mit Carsus müsste ich... Okay, wir nehmen es einfach mal mit. Aelin, ich hoffe, du gehst mir nicht auf den Nerven mit so einem Zeug, wenn ich hier irgendwas klaue. Die andere Sache ist diese Knöpfe. Wir müssen die bestimmt in der richtigen Reihenfolge drücken. Außerdem sind hier Gaspits. Ich weiß nicht, wie man die auslöst, aber wahrscheinlich, indem man die Knöpfe nicht in der richtigen Reihenfolge drückt. Habe ich den hier schon gedrückt? Ich weiß es nicht. Er leuchtet auf jeden Fall. Dann drücken wir diesen Knopf hier. Das hat anscheinend die Gaspits ausgelöst. Aber warum leuchtet es? Mit dem Knopf hier? Aha. Ich weiß nicht, ob... Da ist halt noch ein Knopf. Styrian, disarm das hier erstmal. Ja, aber es ist auch getrappt, deswegen disarmen wir es erstmal. Das ist offen. Das ist anscheinend alles offen. Ich hätte gern diesen Stab da. Ja, wir gucken erstmal in die Display Cases hier. Was haben wir denn da? Das ist ein Schlüssel. High Security Vault Number 1. Und hier ist Sorceress Sundry's Mystery Door Key. Okay. Ah, wir nehmen alles mit. Alles, was wir finden können. Hier drüben ist noch ein Display-Case, aber ich will auch erstmal gucken, ob das vielleicht auch getrappt ist. Da niemandem etwas auffällt? Anscheinend nicht. Wir haben noch eine Scroll. Scroll of Otto's Irresistible Dance. Sure. Ich habe irgendwie das Gefühl, der Knopf bringt uns nach oben, aber... Ja. Wer macht denn diese Arcane Barrier auf? Haben wir noch irgendwo einen Knopf? Der hat die Gaspits ausgelöst. Den hier drüben haben wir noch nicht probiert. Dann Dixis. Nutz doch einfach mal deine Flugfertigkeiten. Und betätige mal den Knopf hier. Wo zur Hölle bin ich hier? Hier ist alles schon gelootet. Hier war ich anscheinend schon. That's interesting. Ja, hier unten war ich schon, das weiß ich auch noch. You've set foot in a restricted area. Ja, ich gehe ja schon. Ich wollte da ja gar nicht rein.
Ich wurde ja gezwungen. Hier ist eine Barricade. Außen vielleicht noch irgendwas ist. Was mich halt trotzdem wundert, ist, dass der hier leuchtet. Aber ein Backpack. Vielleicht ist hier was drin. Bezweifelt es zwar irgendwie, das ist nicht wirklich magisch, aber naja. Wir sind hier übrigens ziemlich weit oben. School of Evocations. Der Turm muss ja riesig sein. Also, riesig, riesig, weil guckt euch mal die anderen Türme und Wände hier an. Hier ist noch ein Knopf. Hast du irgendwas gemacht? Okay. Wir bombardieren die Stadt. Vielleicht muss man die halt auch einfach in einer gewissen Reihenfolge drücken. Das denke ich mir gerade so. But I don't know. Sehe aber auch keinen anderen, der noch leuchtet. Okay, nach noch mehr Umguckerei habe ich mich jetzt dazu entschlossen, erstmal nachzugucken, weil mich das ankotzt und das ist etwas, worauf ich nicht weiß, wie man darauf kommen kann. Ich meine, natürlich könnte man es ausprobieren, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich so viele Scrolls davon habe. Es ist etwas Unsichtbares anscheinend. Das ist dieser Hebel hier. Die Lever. Intelligence Check, ehrlich? Das ist ein Hebel, den man umlegt. Warum ist es ein Intelligence-Check? Kann ich ein bisschen Guidance drauf haben? Danke. Für den Fall, dass ich nicht so hoch rolle, wie jetzt zum Beispiel, reicht trotzdem nicht. Gib mir Inspiration und gib mir bitte auch noch das Luck. Hat gerade so gereicht. Danke dafür. Rope of Grief nehmen wir mit und den Marco Heschgir nehmen wir auch mit. Der hat auch eine Arcane Battery und der hat Karakas Favor. Das heißt, den wird Gale auf jeden Fall jetzt nehmen. Und diese Robe hier, Rope of Weave, Gale anscheinend auch, oder? Whenever the wearer succeeds a saving throw against a spell, they regain 1-6 hit points. Ich weiß nicht, was Gale da ausgerüstet hat. Was haben wir denn für eine? Ich glaube, unsere ist aber besser. Ja, ja, doch. Vielleicht, weiß ich nicht. Was hat Gale? Gale hat noch nicht so eine tolle. Ja. Dann kriegt Gale die beiden Sachen. Sieht doch auch direkt viel schicker aus. Und was bringt dieser neue Zauber? Imbue yourself with elemental energy sourced from the draconic goddess Kereska. Aha, und was bringt es? Embrace Kereska's Flame to gain resistance to fire damage. In addition, your fire spells deal additional fire damage. Oh. Kostet das ein Spellslot? Ja, ne? Ein Level 4er. Ja, und wir können alles nehmen. Ja, das kann man bestimmt gut verwenden. Können wir auf jeden Fall demnächst mal schauen. Erstmal eine Short Rest, damit Dixis wieder ein bisschen Healing bekommt. Und dann speichern wir doch auch einfach mal hier. Die Folge ging ja jetzt auch schon wieder lange genug. Zugegeben, das lag daran, dass ich nicht wusste, was man hier zu tun hat. Aber naja. Ja, und damit bedanke ich mich wie immer fürs Reinschalten. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video sehen solltet, einen wunderschönen Tag im Allgemeinen. Und dann bis zum nächsten Mal bei Baldur's Gate. Bis dahin. Bye-bye.